Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir Adopt-A-Me. Und ja Leute, das Gorilla Fairground Event verlässt uns bald und ich muss noch unbedingt ein paar der Gorilla Boxen öffnen, beziehungsweise der Premium Gorilla Boxen, weil ich brauche noch ein paar Pets. Und das Ganze machen wir heute zusammen in diesem Video. Ich will noch mal einen Emperor Gorilla machen, außerdem noch einen Chef Gorilla und ich bräuchte eigentlich noch zwei Karate Gorilla. Ob ich das in diesem Video schaffe, werden wir sehen und ich bin sehr gespannt. Es werden wir auf jeden Fall einige Robux ausgeben. Bleibt gerne bis zum Ende dran. Schaut dir gerne alles an. Lasst gerne einen Daumen oben da und abonniert den Kanal und Glocke, um keine weiteren coolen Roblox. Wir sind mit sowas und ich würde sagen, Leute, wir gehen rein ins Zelt und weiter geht's nach dem Intro. Der Gorilla Fairground. Eins meiner Favorit Roblox Adopt Me Events, die es überhaupt gibt. Aktuell ist das schon das Springfest, welches ich tatsächlich eigentlich cooler finde, wenn ich so drüber nachdenke. Allerdings finde ich das System, wie es hier ist, sehr, sehr nice. Und ja, Leute, wenn wir jetzt hier mal nach Gorilla suchen, merken wir, wir haben genug Albino Gorillas für einen Neon. Wir haben einen Neon Emperor Gorilla, einen normalen, aber wir haben auf jeden Fall hier, Leute, wir haben hier zwei Golden Goblets und ich muss unbedingt einen dritten bekommen. Und der hat sogar einen coolen Effekt, Leute. Und außerdem haben wir hier, Leute, wenn wir jetzt hier nach Gorilla suchen, Leute, Gorilla, haben wir hier drei Chef-Gorillas. Ich will einen vierten haben und ich will vielleicht noch zwei Karate-Gorilla haben, wobei das sehr wahrscheinlich schwierig wird. Aber wir fangen direkt an, Leute. Wir kaufen uns direkt die erste Premium-Gorilla-Box für 200 Robux, falls du die Robux oder Robux bekommst, gerne mit Sako Jojo. Und Leute, ich würde sagen, let's go und zwei. Oh, das ist sehr gut, Leute. Das ist der erste Schritt zum Karate-Gorilla, wovon wir eigentlich heute zwei bräuchten. Also, ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen, diese Folge. Und mal schauen, bitte, was? Bitte, was? Das ist das zweite, was wir öffnen und wir bekommen zwei Golden Goblets in einem Spin? Hallo, Adopt-Me? Es hat eine 5% Chance. Wie selten ist das bitte, Leute? Das ist krass. Okay, jetzt haben wir aber vier. Wisst ihr was, Leute? Ich will jetzt sechs haben. Ich will sechs haben, damit wir uns zwei Emperor Gorilla machen. Ja, das ist das Ziel dieser Folge, Leute. Außerdem noch ein paar Sai und wir brauchen auch noch ein paar Sachen für den Chefkoch. Und oh, wir haben einen Albino Gorilla und eine Sache für den Chefkoch. Perfekt. Also besser geht's ja gar nicht, Leute. Wobei, der Pull von eben war schon besser. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal drei Stück geöffnet. Jetzt kommt Nummer vier. Wir öffnen das Ganze hier, Leute. Und okay, nichts Besonderes dieses Mal. Leider, leider, leider. Und wir haben so viele Gorilla schon, Leute. Wir haben so viele Gorilla schon. Ich denke mal, wir in diesem Video so 20 Stück nochmal öffnen. Hier, boom, 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 boom. Oh, noch ein Albino Gorilla und einen Goldstar. Nicht schlecht, Leute. Wir haben tatsächlich einen Goldstar gebraucht, damit wir einen Astronauten-Gorilla machen können. Und jetzt haben wir einen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und wir öffnen direkt die nächste Box. Und nichts. Schade. Aber das kann auch natürlich mal passieren, Leute. Ich würde es voll nerven, wenn ich jetzt nicht so viele Boxen kaufen würde, sondern nur eine. Und dann öffne ich eine Box und bekomme einfach diesen Loot hier. Ja, das ist ja schon ein bisschen blöd. Also man muss wirklich viele öffnen, damit man sich auch nur einen speziellen Gorilla machen kann. Aber es gibt ja auch eine Box, die man sich für Bugs kaufen kann. Also so ist nicht, Leute. Aus der Premium-Box kriegt man einfach nur die Legendary raus, also den Emperor-Gorilla oder den Albino-Gorilla, den man aus der Robux, aus der Bugs-Box nicht rausbekommen kann. Aber sonst hat man ja dieselben Chancen quasi. Und noch einen Goldstar. Oh mein Gott, Leute, eventuell können wir jetzt sogar zwei Astronauten in diesem Video hier machen. Ich öffne einfach mal weiter, Leute. Ich öffne einfach mal weiter. Und ja, Leute, welcher von den vier Gorilla ist euer Lieblingsgorilla? Und das hier ist ja wieder so Bonus. Also, Leute, das hier ist ja wirklich... Eieieiei. Wenn ich mir eine Box kaufen würde und das der Loot wäre, ich würde direkt Alt-F4 drücken. Aber, ja, wir kaufen jetzt mehr als eine Box. Das heißt, wir öffnen weiter und... einen weiteren Golden Goblet. Nice, Leute. Und wir haben schon zwei Albino-Gorillas bekommen, was eigentlich auch ziemlich selten ist, muss ich sagen, Leute. 10%. Wir haben noch nicht mal 10 Boxen geöffnet und haben schon zwei bekommen, was ein sehr guter Durchschnitt ist, Leute. Und wir bekommen jetzt den dritten. Ach, schade. Aber ein Sai, das ist sehr gut, Leute, weil jetzt können wir uns nämlich tatsächlich schon den ersten Karate-Gorilla machen. Wir bräuchten eigentlich noch einen, aber ja, wir können dich in einen Karate-Gorilla machen. Nice! Und wir können uns auch, glaube ich, können wir uns schon Chef-Gorilla machen, Leute? Können wir uns schon Chef-Gorilla machen? Nein. Oder doch? Doch, können wir. Nice, hallo, willkommen. Und jetzt haben wir vier Chef-Gorillas, Leute. Das heißt, wir können uns jetzt einen Neon machen. Können wir einen Astronaut-Gorilla machen? Ich glaube tatsächlich schon, Leute. Ich glaube tatsächlich schon, dass wir das können.
Ja, Leute, die reden immer so viel. Warum redet ihr denn so viel? Ja, hier nimm einen Gorilla und Astronaut. Nice, Leute. Und jetzt müssen wir nur noch den Emperor-Gorilla machen. Und ich kann nicht mehr reden. Und er will campen gehen. Nee, wir gehen nicht campen, Kollege. Wir gehen weitere Premium-Gorilla-Boxen kaufen und öffnen. Let it shoot. Und noch ein Goldstar. Und ein Albino-Gorilla. Oh mein Gott, ist das nice, Leute. Das ist mega cool. Ich brauche aber noch mehr Size und noch einen weiteren Goblet. Dann kann ich mir zwei Emperor-Gorilla machen. Und hallo. Hey! Und öffnen wir's! Noch einen Goldstar. Oh mein Gott, Leute. Wieso bekommen wir auf einmal so viele Goldstar? Will das Spiel mir etwas signalisieren, dass ich mir auch noch einen Neon-Astronauten machen sollte? Oder was ist denn hier los, Leute? Und weiter geht's. Ein Rolling Pin! Besser geht's nicht. Also schon, aber das ist sehr, sehr gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Und wir öffnen noch eine weitere Premium-Gorilla-Box. Let's... Okay, es ist okay. Wir schauen hier mal kurz rein, Leute. Wir haben 3 Goldstars, das ist sehr cool. Wir haben 5 Golden Goblets, wovon wir übrigens noch eine weitere brauchen. Wir brauchen noch 2 weitere Sai und einen weiteren Rolling Pin. Das ist das Ziel dieser Folge. 3 Sterne wäre natürlich auch noch eine Sache, aber ja, Leute, ob wir 3 Sterne noch bekommen, ist die nächste Frage. Bezweifle ich eher. Aber eventuell bekommen wir einen. Nee, wir bekommen einen Karussellpropeller. Schade, Leute. Und wir haben auch mittlerweile so viele Gorillas. Das ist unfassbar, wie viele Gorillas wir inzwischen Zeit haben, Leute. Aber das ist schon okay. Wir öffnen weiter und... Ja, da ist der letzte Golden Goblet, den wir brauchen. Okay, nice. Und wir haben auch einen Pin, Leute. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch 2 weitere Size. Wir werden jetzt nochmal 3 Boxen öffnen und mal schauen, ob wir hier einen Size rausbekommen. Das wäre natürlich mega nice. Und, oh, da haben wir einen Size. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch einen, Leute. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Size. Einen einzigen noch. Und den werden wir jetzt hier aus der Box rausbekommen, Leute. Believed! Oh, nee, aber ein Golden Star. Okay, Leute, okay. Wir werden weiter öffnen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Robux wir schon ausgegeben haben. Es werden sich ja wahrscheinlich um mehrere Tausende belaufen. Und weiter geht's. Oh, wenigstens ein Albino-Gorilla. Und oh mein Gott, Leute. Weiter geht's. Ich habe Angst, dass wir bald die Kauffehlermeldung bekommen. Und wir öffnen die Box. Nichts. Schade, Schokolade. Und weiter geht's. Boom. Und... Oh, nein. Schon... Oh, noch einen Rolling Pin. Aber ich bräuchte noch einen Psy. Komm schon, Leute. Eine werden wir noch öffnen. Ich brauche noch einen einzigen Psy. Das kann doch nicht sein. Bitte. Gib mir jetzt einen Psy. Bitte. Okay, eine noch, Leute. Eine noch. Wir haben gerade noch einen Golden Goblet bekommen. Aber es ist cool. Dann haben wir einen Soul auf Reserve, falls wir den einfach mal brauchen. Man weiß ja nicht, wenn das Event vorbei ist. Dann haben wir ihn einfach, Leute. Und was bekommen wir hier? 2 Rolling Pins und ein Albino-Gorilla. Okay, wie viele Rolling Pins haben wir jetzt eigentlich, Leute? 6 Stück. Das heißt, wir können uns jetzt hier nochmal 2 Chef-Gorillas machen. Ey, das ist ja ganz cool, Leute. Das ist mega nice. Hallihallo. Willkommen. Und ich habe 61 Gorillas. Da habe ich auf jeden Fall genug Gorillas, die du verwandeln kannst. Dann haben wir hier noch einen Astronauten-Gorilla, den wir hier noch machen können, Leute. Boom. Zack. Und hier fehlt uns noch ein weiterer Sai. Und Leute, jetzt machen wir uns den ersten Emperor-Gorilla. Japp. Zack. Und boom, der erste Emperor-Gorilla dieser Folge. Willkommen, du König, du Kaiser. Und Leute, wisst ihr was, wir öffnen noch eine Box. Ich will jetzt ein Sai rausbekommen, Leute. Ich muss hier jetzt ein Sai rausbekommen. Komm schon, bitte, gib mir ein Sai. Bitte. Okay, eine noch, Leute. Eine noch. Aber wirklich nur noch eine, Leute. Nur noch eine. Ich brauche einen Sai, weil ich will dann einen... Dann habe ich einen Karate-Ninja, Leute. Gorilla und... come on. Ja! Nice! Und hallo, Karate-Gorilla. Boom. Nice. Und Leute, jetzt machen wir uns noch einen weiteren Emperor-Gorilla. Zack. Boom. Und ja, jetzt haben wir eigentlich alles. Also Leute, wir haben jetzt, wenn wir hier nach Gorilla gucken, Leute. Gorilla. Boom. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Emperor-Gorilla. Eine Neon-Emperor-Gorilla. Sehr viele Albino-Gorilla. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Chef-Gorilla. Karate-Gorilla haben wir jetzt auch 4 Stück. Oder? Doch, ja, 4 Stück, Leute. Und wir haben 3 Astronaut-Gorilla. Aber, ja, Leute, Astronaut-Gorilla, weiß nicht, ob wir jetzt noch weiter öffnen sollten, Leute. Wir haben einen Stern, den hebe ich mir einfach mal auf, Leute. Man weiß ja nicht, für was man den auch braucht. Oh, man kann ihn werfen. Alles klar. An der Stelle würde ich sagen, war es das mit der Folge. Falls dir gefallen hat, gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktuell kommt mit einem coolen Roblox. Wie sind wir zu lassen? Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute.